So, da sind wir wieder. Kleines technisches Problem bei Opa, dem ist der Rechner abgeschmiert. Ja, ist aber zu kalt. Also, dann, das heißt also für mich dann nochmal, ja, hallo, meine Aufnahme ist komplett weg. Die ersten 8 Minuten müsste dann. Ah, 12 bei Ramadan gucken. Genau, die ersten 12 Minuten von dem Video seht ihr dann bei mir. Zwar nicht, was der Opa macht, aber. Ansonsten, genau. Jetzt läuft sie wieder. Mit so einer Grütze. Wie gesagt, bei uns läuft ja alles hochprofessionell. Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Vor allem so hochprofessionell, haben wir überhaupt schon einen Flug? Ein Flug ist als Start gewesen, da glaube ich. Oder? Nein. Nein? Dann haben wir keinen Flug, oder? Dann haben wir keinen Flug. Müssen wir einen kaufen. Haben wir Geld dafür? Haben wir einen Flug? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Nee, 7000 haben wir halt noch auf dem Konto. Okay, das heißt. Wieso haben wir eigentlich eine Kettensäge schon? Haben wir schon mal Forst gemacht? Aber haben wir eine Kettensäge? Wir haben eine Kettensäge, ja. Stimmt. Ja, doch, klar. Klar. Hinten haben wir noch ein bisschen was gesägt und haben dann festgestellt, dass es schwierig ist. Ohne Maschinen und so. Keine Ahnung. Tja. Ja, weiter. Soll ich anfangen mit Groban? Ja, wir müssen fliegen. Mal gucken, muss ich halt hier so eine Lagerhalle verkaufen oder so. Na, warte mal, ich könnte ja theoretisch auch. Wir müssten ja theoretisch noch so ein bisschen was im Lager haben, ne? Ja, Weizen haben wir noch im Lager, das kannst du, können wir natürlich raushauen, ne? Wenn die Preise stimmen. Ansonsten kannst du ja auch nach Soja gucken, dann kannst du das Soja jetzt gleich weghauen. Ja, diese 2000. Ich denke mal, das lohnt sich nicht. Hold auf, ich nehme mir mal das Weizen vor und schau mal. Wo es gute Preise dafür gibt. So, Befüllung starten. Gib mir mal das Weizen und in der Zeit gucke ich mal nach den Preisen. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Also nicht 436 bei der Bäckerei. Lächeln, die Bäckerei ist auch nicht weit weg. Ich glaube, da war ich schon mal. Schon in der Stadt. Erste Kreuzung muss abbiegen, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, so ein. Oh, was ist los hier? So ein Durchfahrtsding. Ja, genau. Zwischen zwei Straßenzügen. Gut, dass wir das hier nicht gedüngt haben. Das hätte ich jetzt ein Problem. Der Anhänger ist nämlich unterwegs. Bist du schon wieder voll? Nee, weit weg von voll. Ich wollte gerade sagen. Selbst wenn ich das ganze Stück, also das ganze Feld geerntet hätte, wäre ich nicht voll geworden, weil wir haben nicht gedüngt, wir haben gar nichts gemacht. Schlecht. Ja, stimmt, wir haben uns halt so lange mit den Viechern rumgetrieben. Ja, die Viecher und hier und da. So, wenn ich jetzt das in richtigen Erinnerung habe, müsste jetzt das hier rechts die Bäckerei sein. Was kostet so ein Flug? 9000, glaube ich, muss ich sagen. Oder 13.000. 13.000 der kleine und 15.000 dann den du drehen kannst. Hat aber auch nur 2 Meter. Ja, das war ja sehr ertragreich. Ein Schuss in den Ofen. Da müssen wir doch mal hier so eine Lagerhalle raus. Oder? Haben wir das Auto schon verkauft? Guck. Nein. Doch, ist schon weg. Verdammt. Also verkaufe ich eine Lagerhalle. Verkaufen wir nicht, wir verkaufen die hier oben. Ja, die am Feld, ja. Ne? Ja, genau, die steht eben weg.
Dann sollte das. Ne, reicht immer noch nicht. Hier noch weg. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann dir auch jetzt mein Geld überweisen, oder nicht? Ach ja, genau, da war ja was. Ich kann dir auch Geld überweisen. Du willst ja einkaufen, oder? Man kann es nur in 10.000 Schritten machen. Ja, das reicht doch. Wie viel hast du? 3.997. Das müsste theoretisch reichen. Reicht das doch, ja. Da. Ja, ich kann dir alles überweisen. Siehst du? Kannst du einkaufen gehen. Sehr kannst, schön. Kannst du Shopping machen. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich bring dir vorher nochmal den Kipper nochmal vorbei. Müssen wir mal schnell reingucken, was haben wir überhaupt auf den anderen gepflanzt? Raps und Weizen. Respekt. Ja, rückweg ab. Oh Mann, oh Mann. Läuft heute bei dir, ne? Raps und Weizen. Ja. Komm ich nochmal kurz vorbei und tank dich nochmal ab. Wird halt nichts auf den Düngersteuer sparen, ey. Kommst du auf keinen Grünast hier. Obwohl, warte mal, du bist ja eh nicht voll. Ich stell dir. Ja, stell mir den Hänger, dann kann ich auch selber wegfahren nachher. So, dann nehmen wir uns nämlich jetzt. So, dann koppeln wir den. Gehen wir schon mal ab. Achso, man wollte jetzt mal einkaufen gehen, ne? Striegel, nein. Grubber, auch nicht. Ein Flug. Welchen nehmen wir denn? Den kleinen Grubber, Flug. Den Saalfurt oder den Kuhn? Den für 13. Den für 13, dann ist das der gute Kollege, ja. Weil der andere, der ist genauso breit, nur dass du den halt drehen kannst. Damit ist es zwar einfacher zu fliegen, aber 2000 haben oder nicht haben, ne? So, dann haben wir den. Fahre ich das immer schon abholen. Tja. Ja, man merkt, ne? Hart. Ja. Ah, das ist ja selbst im harten Modus, wenn du erstmal ein bisschen vorankommst, dann hast du nachher auch mal genug Geld. Ja, man muss halt dauert halt länger, ne? Erstmal das und man muss halt genau überlegen, wie man vorangeht. Also was man als nächstes holt. Also Fakt ist. Ich denke, wenn wir unsere Betriebskosten mit den Kühen reinbekommen, dann haben wir schon mal viel geschafft. Na gut, was gibt es für einen Liter Milch? Ich glaube 50 Cent, ne? Ja, also ich glaube 600 haben wir aus dem ersten halben Tag rausgeholt an Milch. Also wenn wir dabei 1200 landen, bei 6 Kühen pro Tag, dann haben wir schon mal ein Fünftel, glaube ich, drin. Mit den hier machen? Naja, gut, ich sage mal, sie produzieren ja Mist, sie produzieren Gülle, was uns ja nicht sofort, aber halt im späteren Verlauf auf jeden Fall noch so einen oder anderen Euro spart. Also hier auf dem Server habe ich diese dynamische Fruchtplane, die habe ich auf dem Dedicated Server nicht drin. Frag mich nicht warum. Okay. Ja, stimmt. Wir haben ja auch einen Server laufen. Also wer Interesse hat, einfach mal anschreiben. Genau. Anschreiben oder in die Kommentare. Irgendwas. Ich komme jetzt sowieso dem Ende entgegen, bevor ich dann das nächste Feld antatsche. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, ich hole jetzt gerade noch den Flug hier ab. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit uns, dann kann ich euch empfehlen, uns bei Steam, Facebook, Twitter. Bist du bei Facebook? Hast du Facebook-Seite für deinen YouTube-Kanal? Nein, bei Facebook habe ich keinen, aber Twitter, Overzockt, Snapchat, Instagram. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung bei mir drin, Google Plus und so weiter und so fort. Wie gehabt.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin von mir, wie immer, ein gepflegtes Reingehauen. Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.